Hallo zusammen, es ist der 29. September um 16 Uhr, wenn ich diesen kleinen Clip über das Gold anfange. Gold habe ich das letzte Mal vor rund 4 Wochen gemacht. Es hat sich gar nicht so viel getan. Seinerzeit war die Aussage, es darf weiter Atem holen nach dem starken Anstieg, den wir hier hatten, insbesondere von Ende Juli. Darf es ein bisschen atmen und das tut es. Es darf nur nicht unter die 1817 fallen. Hat ja auch gefragt, wie ich auf die 1817 komme. Da komme ich gleich drauf. Ich habe hier einen ganz klaren Trendkanal gezogen. Ja, in dem befinden wir uns momentan. Vielleicht ist das eine Bullenflagge, das weiß ich nicht, aber es ist definitiv ein Trendkanal. Ich verbinde die Hochpunkte A und B, suche mir den tiefsten Kurs dazwischen und lege da die Parallele an. In diesem Trendkanal verlaufen wir momentan. Im oberen Drittel, aber noch sauber innen drinne, ohne irgendetwas Wildes hier zu zeigen. Die 1817 kommt von hier. Das war über den Zeitraum von rund 3 Wochen, war das im Juli ein immer wieder gesehener Widerstand. Sie sehen rechts am Rand 1816,98. Also sind wir da mal nicht päpstlicher als der Papst, 1817. Das ist diese Linie, die ich hier eingezeichnet habe. Deswegen verkürzt sich hier ein wenig der Trendkanal. Von der Technik her kann ich Folgendes sagen. Die Bänder sind mal kurz aufgegangen, aber wirklich nicht dramatisch. Das war überwiegend durch diesen Tag, den wir hatten am 21.09., aber nicht dramatisch. Wir sind zwischen 20-Tage-Linie und dem unteren Band, also eine nach John Bollinger genannte Bässephase, da sind wir drinnen. Aber das obere gibt schon wieder ab, deswegen nehme ich das zur Kenntnis, aber es hat für mich keine neue Signalwirkung. Vom Trendfolger her passiert jetzt was positiv. Lang, kurz, kurz. Also wenn ich heute noch bis 24 Uhr oder irgendwas graviere, das nach unten passiert, bei 1860, momentan handeln wir bei 1885, dann sollte dieses Histogramm hier kürzer werden. Das ist das zweite in der Folge und das wird bei mir positiv. Wir haben eine Stochastik, die über der 20 liegt. Von daher ist es also auch durchaus positiv. Also ich glaube, dass das Atemholen von hier relativ gut funktioniert. Machen wir mal noch ein paar Fibos rein. Nehmen wir mal das letzte Verlaufstief. Da sind wir hier. Ziehen das hoch, über das Hoch und stellen fest, dass wir von dieser ganzen Bewegung hier seit Anfang Juni ziemlich genau die 50%-Marke gesehen haben oder dran sind. Ist auch alles noch in Ordnung. Auch hier die 61,8 sind bei 1823. Und das ist nun wirklich nicht weit weg von der 1817. Vor diesem Hintergrund glaube ich, dass wir jetzt hier irgendwo an so einer Art Bodenbildung dran sind und von hier aus wir eher etwas mehr nach oben gehen können. Es wäre nicht schlimm, wenn das Gold sich nochmal ein bisschen Atem holt runter bis zur 1850, das wäre absolut in Ordnung. Aber ich habe mal ein paar Scheine mitgebracht. Und zwar allen voran diesen hier, 1792. Da sind wir hier drunter, da wo jetzt die Linie ist. Wir wären also unter dem 61,8er Support und unter der 1817, die ich vorhin beschrieben habe. Das finde ich eigentlich eine ganz gute Basis. Dieser Schein kommt für mich folgendermaßen in Frage. Entweder wir nehmen hier das momentane Hoch, den oberen Trendkanal, die obere Trendkanalbegrenzung bei 1941 raus. Dann könnte man ihn nehmen. Man kann aber auch, wenn man das ganz frech macht, eine eventuelle, ich rechne nicht damit, nochmal zurückkommen hier in diesem Bereich 1830 runter bis zu 1820 abwarten. Dann haben Sie einen ordentlichen Hebel. Ja, der hat Drehzahl. Das ist durchaus die Möglichkeit für einen Put. Muss ich gar nicht so weit weggehen. Ich nehme nicht das letzte Verlaufshoch, sondern dieses hier bei 1983. Dahinter muss er liegen. Ich gehe auf Short. 1980. Und da sind wir genau hier. Jetzt habe ich in den Put jetzt die Kennnummer gar nicht genannt von dem Call. Mache ich gleich nochmal. Also der Put hat die GF1W8L. GF1W8L. Und das ist der 1980er hier hinter. Das ist der Put. Jetzt gucke ich nochmal auf den Call, ob ich nochmal finde. Und hier ist er.
Die Kennnummer von diesem Call ist die GC8N01 1792er. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye bye.